Im Älterwerden kommen diese Zurückerinnerungen. Und wenn man so eine Lebensphase über 70, jetzt fast 80 Jahre werde ich dieses Jahr, zurückverfolgt, und dann ist eigentlich im Leben immer diese zwei Komponente, das Lichten, das Ereignisreichen, Hoffnungsvollen und das der schwierigen Phasen, in denen Sorge und Unsicherheiten angesiedelt sind. Aber das ist ja in jedem Leben und im Leben der freiberuflichen Existenz ist das eben nicht anders. Und das war nun auf einmal ein Thema in mir, das sich immer mehr verdichtet hat. Und wie nun ein Beats kam mit der Ausstellung, die das Thema der Altersdemenz aufgreift, wusste ich sofort, das ist eigentlich eine Serie, die sich da sehr schön einfügt. Ja, jetzt fällt dann die Entscheidung, ob jeweils die Verdichtung des Gewollten sich ereignet hat oder ob die Situation verworfen wird. Und nun beginnt das Spiel mit dem Oben oder Unten. Das ist also ein Druckstock, den mache ich seit 1988. Da steht hier noch drauf Bildnis, was immer das heißt. Und hier vorne sind hebräische Buchstaben und das bezieht sich auf den Psalm 85, 12. Die Wahrheit sprießt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder, Frieden und Gerechtigkeit küssen sich. Also eigentlich sehr aktuell, wie immer, was in der Bibel so drin steht, soll man nicht glauben. So, und da kommt die Wahrheit langsam hervor. Das hat in der deutschen Übersetzung den Doppelklang von Wahrheit und Treue. So, und wenn es aber ans letzte Ende geht, also da, wo keiner mehr hilft, wenn jetzt diese geistige Betätigung verschwindet im Leben, was soll denn dann noch helfen, wenn schon die Pillen nicht mehr helfen? So, und dann wird die Sache natürlich, wie man so schön sagt, transzendent. Ja. Dann tauchen hier Dinge auf, die wir von alters her kennen, die auch gelehrt und tradiert werden. Nur will ein Teil der aufgeklärten Welt und des aufgeklärten Menschen das nicht mehr wahrnehmen. Und sie versuchen sich zu retten, wie wir das so schön hatten, hier in dem Beispiel Tilman Jens, genau, dass sie ein Tötungsversprechen, was sie gegenüber dem Vater abgegeben haben, das heißt, wenn du nicht mehr kannst und nicht mehr willst, dann bringen wir dich um. Das schwören wir dir. Und plötzlich erlebt die Mutter und der Sohn, so einfach ist das mit dem Sterben aber gar nicht, wenn der Vater einmal sagt,